Die Nichte des iranischen geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei hat zur internationalen Isolierung der Islamischen Republik aufgerufen. Alle Beziehungen zur Regierung in Teheran müssten abgebrochen werden, erklärte die Menschenrechtsaktivistin in einer am Wochenende bekannt gewordenen Videobotschaft. Die Verwandte des mächtigsten Mannes im Iran begründete ihren Aufruf mit dem gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten. Farideh Morachani, deren Vater ein Schwager von Khamenei war, wurde offenbar bereits vor der Veröffentlichung des Videos verhaftet. Nach Angaben der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation Khana sitzt sie derzeit im Teheraner Evin-Sicherheitsgefängnis.